Ja, sie können nicht entkommen und uns hoffentlich auch nicht. So, weiter geht's mit etwas mit Rivals. Sie können nicht entkommen. Das kriegen wir hin. So, was braucht man denn? ESF auf jeden Fall. ESF, ESF. Nehmen wir das hier rein. Rein damit. So. Gut. 100.000, naja, gut. Sind wieder viele Leute online, sehe ich gerade. Alles voller. Da ist es alles voller Straßensperren. BDF, was haben die hier gemacht? Gut, hat besiegt, müssen wir da hoch. Befehlen Sie den Ziel 1044 mit hoher Geschwindigkeit. Drei brauchen wir. Eastwood Rise. Gebe Lichtsignal. Habe verstanden. Das Rennen so schnell wie möglich beenden. Geht hier ab, Herr. Ich habe jetzt wenig getroffen, deswegen. Verdächtige wollen uns langsamer machen. Auf zentrale Verdächtige hat ein Sitz. Das war gut. Du Arschloch, Alter. Ein Racer ist außer Gefecht. Oh, ich hab den ersten schon. Restliche 1044er festnehmen. Officer meldet sich Kontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. So. Zentrale an alle Einheiten. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und den muss ich haben. Und den Scheißbaum auch. Oh, leck mich doch, ey. Ziel ist im System, Control. Gute Arbeit. Verfolgung restlicher Ziele in eurem Gebiet fortsetzen. So. Unterstützung wurde angefordert. Und das war's. So, erste Gold haben wir schon mit Interceptor. Ich muss mal eine Reparaturwerkstatt kriegen. Dann machen wir weiter. Hier ist gerade in der Werkstatt. Ja, war klar. So, einen ESF-Treffer brauchen wir noch. Ja, das können wir sogar hier mit den 35. Wenn man es gut läuft, können wir das sogar mit den 35.000. 100.000 Speedcoins in einer Folge in einer zwischen. Jetzt haben wir hier noch einen Receptor offen. So, da wollen wir noch einen Racer shoppen. Alle Einheiten, Fahndung eines verdächtigen Racers. Einen Ford GT. NPC-Daten sind unterwegs. On Control, Verfolgung eines bekannten Verdächtigen.
In 2 Minuten. Scheiße! Ich hab verfehlt. Ja, das ist abgeklingt. Scheiße! Oder? So, die Schockkammer der Gesetzten in den ESF-Treffer. Ja, genau. Ist aber hier ein Racer oder was? Ich nicht, ey. Versuche Racer anzuhalten. Control, da ja, fliegt alles scheiße. Dagegen, was ich habe, aber er fährt weiter. Control, bestätigter Treffer am 1044. Was schön immer von mir. Oh, weil da irgendwas war. Steht jetzt noch was? Ja, hier. Sehr gut, der Treffer hat gesetzt. Wo ist der? Das hätte gescheitert, weil die scheiß Pisser mir ganz auf den Sack gehen, ey. Weil die mehr oder weniger mich nur abhalten. Hau ab von mir. Na, jetzt muss ich also das Ganze nochmal neu machen. Dann muss ich das nochmal neu machen. Danke für die Mithilfe. Unnötig. Unnötig. So, also nochmal neu. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgen den Officer unterstützen. Soll ich locker auf die Reihe bekommen? Wenn die Hälfte des Speedfox haben wir ja schon. Also, wenn sie meinten, mit 5 Leuten auf den Sack gehen zu müssen, die ganze Zeit um den rumzufahren. Ach Quatsch, ganz schnell jetzt. Alle Einheiten eingreifen. Fahre zu genanntem Einsatz dort. Control, ich melde mich auf den 1030. Eigentlich war's ja. War es was anderes? Weil ich will den Inceptor hier starten. Officer benötigt Verstärkung bei High-Speed Racer-Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. Ja. Fahndungsbeschreibung für Racer erhalten. An alle. Ausschau halten. Leite Verfolgung von Ziel Racer 1. Zentrale haben verdächtig. Ah, mein Gott, gib mir. Ich bin schon groß, ich schaff das alleine. Scheiße. Zu weit weg. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Schon erledigt. In 28 Sekunden. So, jetzt brauchen wir noch Not Pursuit, das müssen wir auch noch fahren. Hier ist eins, Gott sei Dank. Wenn wir das Ding schaffen, müssen wir eigentlich sogar die 100.000 voll haben. Wie viel brauchen wir überhaupt? Genau, jetzt bestimmen wir mit ein, das ist doch nett. Wie haben wir denn überhaupt 3? Sehe ich das gerade richtig? Den habe ich erwischt. Das war gut. Staffel-Offensivmanöver. Verfolgung geht weiter. Weitere Verdächtigen entdeckt. Gehe auf Code 3. An alle. Einheit verfolgt Verdächtigen Code 10. Officers in der Nähe, bitte melden. So, den hat er auf jeden Fall schön zerlegt. Code 3 Verdächtiger getroffen. Jetzt hat er es endlich gemerkt. Getroffen.
Den habe ich schon verhaftet. Zwei Leute direkt auf einmal geholt. Mit der Aktion. Der hat auch noch einen mitgekriegt, dann habe ich den jetzt auch gleich. Oh, verschwinde. Achtet auf Hindernisse auf der Straße. Verdächtiger will uns ausschalten. So, Auto ist operiert. Yo. Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Officer verfolgt verdächtiges Fahrzeug. Unterstützung wurde angefordert. Officer meldet sich Kontakt zu Racer und verfolgt ihn. Gut, erledigt. Zentrale, das Rennen wurde unterbunden. So, uns fehlen jetzt noch 12.000 Speedpoints. Haben wir noch irgendwas? Den Einsatz will ich jetzt nicht fahren, wenn ich ehrlich bin. Ich will mich besser jagen. Was die zwei hier macht, weiß ich nicht. Der da vorne jagt den und da ist, wir hängen uns einfach mit rein. Wir können das ja auch gut fahren. Schöne von mir. Weil nicht aus dem Weg kommt, ey. Was ist denn? Roger. Ja, sag bloß jetzt weg. Was Auto reparieren? Also gut, haben wir nochmal einen, Zentrale, Verdächtiger ist verschwunden. Na, Pissit. Schnell ansatz, ich will. Oh, fahr mir doch nicht vor die Nase. Hier ist ein Interceptor. An alle, Einheit verfolgt verdächtigen Code 1044. Racer verhaften. So, dann holen wir uns den Kollegen mal. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung. Den hat er gesessen auf jeden Fall. Racer kassiert Treffer, aber die Botschaft scheint nicht anzukommen. Control bestimmt der Treffer am 1044. Habe ihn ordentlich erwischt. Weiter, bin noch hinter ihm. Das hat 46 Sekunden gedauert, er hat 28 gedauert. Und wir haben 100.000. Officer meldet sich Kontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. Haben wir das relativ schnell hinbekommen sogar. So. Zentrale, habe einen Racer mit hohem Tempo auf Driftwood heißen.
Dann haben wir das erledigt. Minuten. Na, das kriegen wir hin. So. Ein McLaren. Wir sind unter Ihnen. Was haben wir denn hier? 125.000 diesmal. Ach, das kriegen wir auch hin, den Forza. Das kriegen wir hin. Machen wir nochmal weiter. So, wir müssen weitermachen. Und zwar 2 Interceptor, 2 Hot Pursuits fahren. Ach, das ist ja vorsichtig, mit Saft, 6 Racer, das kriegen wir hin mit den Interceptors. Ja, kriegen wir hin. Ich ehrlich bin, so schwimmen wir es nicht. Ah, ne, Interceptor war ja mit den. Naja, nur einer. Ich brauche nur Pursuit. Hier oben. Auch wenn es hier doppelt und drei Verfahren ist, ist mir scheißegal. So. Na dann, let's go. Ich meine, mit den 125.000, das erledigt sich von selbst. Den hat so viel Fall erledigt. 2 von 8 haben wir schon geholt. Also, kann man jetzt einfach mal ein bisschen dicken schneller auf. Ja, genau. Fahren die komplett andere Richtung. Die Wand ist kilometerweit weg und du fährst da rein. Er ist das weg. Uiuiuiuiui. Tut mir leid. Da sind sie doch. An alle Einheitsverfolgsverdächtigen Code 1054. Alle Offiziere in der Nähe bitte melden. Warum auch immer wieder. Und den hat's auch schön zerlegt, den Kollegen. Code 3 und fordert Unterstützung an. Control, ein Krimineller weniger auf der Straße. Das war übrigens Nummer 2. Ja, nicht mehr lange. Hier kriegt doch einen ESF, dann ist das Ding gegessen. Hat er Glück gehabt, dass er da dann genau in dem Moment seinen ESF hochgezogen hat. Der hat gesessen, der Schlag. Und das müsste Salé sein, oder? Der fällt immer noch, was?
Jetzt haben wir ihn. So, 3 von 6 verhaftet. 8 Technologietreffer haben wir. Das erste Gold haben wir oben. Wir brauchen noch einen Physik, wir brauchen noch 2 Interceptors. Da oben ist noch ein Racer. Geh mal weg. Oh, ich hasse das, wenn die alle noch unnötig im Weg stehen müssen. Und versauen haben so quasi die... den Angriff. Gut, das heißt, wir müssen nochmal neu laden. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Den hätte ich mir so gern geholt, den Typen. Aber der Kollege meinte da was dagegen zu haben. So, den hat er gekriegt. Jawohl. Den hat er auf jeden Fall gekriegt. Ein 125.000 Speedpoints klingt auf jeden Fall sehr viel, aber das wird relativ easy. Oh, geh doch mal weg. Das ist mein Racer, den habe ich zuerst gesehen. Officer verfolgt verdächtiges Fahrzeug. Unterstützung wurde angefordert. Zentrale an alle Einheiten. Genau, dann steckt man da einfach rum. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgenden Officer unterstützen. Zentrale, habe hier einen 1041 auf Driftwood. Ja, der ist weg. Scheiße. Der müsste weg sein. Dankeschön. Lieber NPC. Dankeschön, lieber NPC, dass du da einfach rumgestanden hast. Wenn du meinen Racer geklaut hast. Und die jagen da vorne irgendwas. Da oben ist er doch schon wieder. Geh weg, Mann. Na, was denn? Control hatte Verdächtigen gefunden. Ebelig Signal. Klung. Racer kann den Treffer, aber die Botschaft scheint nicht anzukommen. Erledigt. Control meldet noch eine Verhaftung eines 1044. Bin hinter den 1044. Den hat's auf jeden Fall erledigt. Ich habe ihn doch noch gekriegt. Sehr geil. So, also, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Und zwar haben wir noch ein... Hyper-Suite, ja, müssen wir eh alles machen, ne? Ich will noch einen Interceptor fahren. Haben wir hier irgendwo einen? Hier ist noch einer. Den wir noch gar nicht gefahren sind. Böser Racer, komm mal her hier. Komm mal her, Digga. Dich nehme ich mit. Es ist nur ein Stufe 2, Anführungszeichen. Klatsch, den hat es auf jeden Fall erwischt. Der hat auf jeden Fall noch einen gekriegt. Ich hab den jetzt. Scheiße. Ich
hätte gehofft, ich krieg das doch erwischt. Brauchen wir noch zwei Racer, dann haben wir das auch schon. Jawohl, ja. Das war einer zu viel, mein Freund. Was sage ich? So, erste Gold bei Interceptor. Also, eine Verhaftung nur, ein Autosuit. Yo. Das war jetzt übrigens auch nur Zufall. Meiner. So. Achtung, haben Code 3 Verdächtigen festgesetzt. Er ist verhaftet. Over. So, wir brauchen wie gesagt noch einen. Ich schlappe mich mal wieder ein bisschen auf. Easy erledigt das Ding hier. Aber hier ein Schnellansatz brauche ich nicht. Ich will die vermeiden, ich mag die nicht so. Ich mag keine Schnellansätze. So, Häufig Suite, hohe Gewalt. Verdächtige bei 1044 auf Pacific Wurst. Schütten wir brauchen wir. Auf Gold. Weiter. Officer benötigt Verstärkung bei High-Speed Racer-Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. Jetzt könnte ich ein bisschen Hilfe gebrauchen von den Leuten. Aber ich weiß nicht, ob ich den erwischt habe. Den hat er auf jeden Fall gekriegt. Eieiei, EMP. Den habe ich verhaftet, den ersten. Den zweiten. Was schöne von mir. Auch den habe ich verhaftet, den dritten. Jetzt brauche ich noch zwei. Code 3 Verdächtiger wurde gefasst.
Kontakt zum Verdächtigen. Einheiten an meiner Position koordinieren. 10-4 Zentrale, übernehme die Führung des Sekundäreinsatzes. Melde mich bei Kanalwechsel. Ich habe noch 5 Kilometer für 2 Leute. Ich habe keine Verfolgungstechnologie mehr. Noch einer. Zentrale, kommen 3 Verdächtigen festgenommen. Wir bringen ihn rein. 10-4, Festnahme. Verdächtiger ist verhaftet. 10-4, schalte Kanal um und setze Verfolgung fort. Over. Der ist aber. Gut, meiner hat auch getroffen, aber der hat auf jeden Fall noch einen bekommen. Schön hinten in die Seite, ne? Das war's. So, jetzt brauchen wir noch einen Interceptor, dann haben wir das Ding gegessen. Technologie wieder aufladen, damit wir das relativ schnell bekommen, hinbekommen. Officer benötigt Verstärkung bei Highspeed Racer-Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheiten Unterstützung leisten. Haben wir irgendwo einen? Alle Einheiten. Verfolge einen 1041 auf Gorming Drive. Könnte ein Code 3 Einsatz sein. Gehen wir nochmal rein und. Ich habe weiteren Verdächtigen in Sicht. Verfolge jetzt mehrere. So, einen Interceptor brauchen wir noch. Haben wir denn einen? Bei denen mal mit. Nehmen wir den mal mit. Fahndungsbeschreibung eines Verdächtigen. Racer verhaften. In unter 2 Minuten. Wow. Racer wurde attackiert. Ah, danke schön, ey. Benny. Wenn du mir schön in die Karre gekracht ist. Komm schon, verdächtiges Fahrzeug ist weg. Roger, zurückziehen und Gebiet durchsuchen. Officer meldet sich Kontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 10-1. So, dann starten wir das Ganze nochmal neu. Damit wir da irgendwie mal was weiter schaffen, das wir auf Seite schaffen. Na komm. Also gleich spiele ich nochmal neu. So, eine jetzt brauchen wir noch.
erledigt. Innerhalb von 51 Sekunden. Und damit haben wir das Ding erledigt. Aber da unten ist das Gemeinde passen. So, erledigt, erledigt, erledigt. Rang erhöht, verweise ich neue Wagen. Und was haben wir gekriegt? Kein Bugatti. Ein Veyron wahrscheinlich, oder? Sieht zumindest so aus. Kapitel Nummer 8. Wir haben drei bekannte Partner von Zephyr identifiziert. Sie nutzen verschlüsselten Funk. Bei jedem Kontakt senden sie Signale. Sind die Funkgeräte aktiv, erscheinen sie auf der Karte. Du musst sie dir dann schnappen, sonst sind die Funkgeräte nutzlos. Fängst du ihre Kommunikation ab, können wir den Code knacken und Zephyr finden. Unser Ziel war es, das Racer-Netzwerk zu zerschlagen. Sie dachten, im Team wären sie stärker. Aber im Endeffekt hat es sie nur verwundbar. Ihre Stärke war ihre Anonymität. Die haben wir ihnen genommen. Hm. Wir haben sie zusammengetrieben, wie ein Wolfsrudel, um sie einfacher zu kriegen. Jetzt ist es Zeit, sie uns zu holen. Sie fürchten sich. So. Das ist der Anfang. Okay, wir das ist näher. Jacke wie Hose, was wir kriegen. Das ist der Anfang vom Ende. Sie fürchten sich. Das ist der Anfang vom Ende. Drei Sterne, wir werden es ein bisschen mal auf Gold schaffen. Das machen wir dann aber irgendwann in den nächsten Folgen.